So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Factorio und C-Block. Letztes Mal haben wir die Automatisierung erforscht. Das heißt, wir können jetzt Montagemaschinen bauen und ich würde jetzt hier mal eine hinbauen, die mir zumindest mal das hier abnimmt. Und das machen wir so, indem wir mal hier einen Gang lassen. Der könnte auch ein bisschen länger sein. Macht vielleicht Sinn, dass ich da auch durchlaufen kann. So. Und jetzt stellen wir hier noch eine Montagemaschine hin. Die muss noch ein bisschen mehr Abstand haben. So. Und die macht mir bitte das hier. Dann brauchen wir aber auch noch einen Greifer. Und Strom. Ja, genau so wollte ich das. Dann kann ich die nämlich hier rausnehmen dann, wenn da fertige sind. Und wir können theoretisch auch noch eine Maschine hinbauen, die das hier rausnimmt. Aber das machen wir jetzt erstmal noch selber, weil das Eisen... Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, du kannst jetzt nämlich das hier machen. So. Aha. Das sieht doch gut aus. So, und dann bitte hier einmal Kupfer burnen. So, dann können wir nämlich immer hier die Sachen holen. Wenn der eins kriegt, dann holt er sich's automatisch. Das geht doch schon mal ein Stück schneller. Zumindest. So. Perfekt, da sind auch schon wieder vier. So. Ja, das reicht noch nicht. Wir brauchen ja mehr. Mehr davon. Wie immer. Das typische Factorio-Problem, wir brauchen mehr. Im Moment haben wir viel mehr hier, aber wir brauchen mehr von allem anderen. So, sehr gut. Zwei davon. Slack und Stone können wir hier wieder in den Kreislauf mit reinmachen. Kommt hier auch nämlich schon wieder mehr an. Das reicht noch nicht. So, es geht auf jeden Fall schon mal besser voran. Und sobald wir dann Washing haben, versuche ich da irgendwie eine Produktion aufzubauen, der mir Land macht. Also aus dem Schlamm, den wir da am Boden haben. Und dann können wir nämlich hier grandios expandieren hier und die alles ermorden und erweitern und tun und machen. Dann wird hier eine Rieseninsel draus. So ist der Plan. So, wir haben schon wieder vier davon. Und habe ich das jetzt genommen? Ja. So. Das heißt, wir können wieder das hier machen. Ja, das sind ganz schön lange Produktionsketten, ne? Bis man überhaupt mal irgendein Erzeugnis hier hat. So, und vier davon. So. Schuppidu und Schuppida. So, das bringen wir wieder zurück. Holen hier Neues, wenn es gibt. Er ist auf jeden Fall gerade am Machen, das ist gut. Und die ersten Fläschchen sind auch schon wieder fertig. So. Das ist auch fertig. Das reicht noch nicht.
Ja, er nimmt aber immer hier die schön raus, das ist gut. Düm, 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 düm. Die Stone Pipes brauchen einen Ziegelstein. Und hier brauchen wir 5 Ziegelsteine und 10 Stone Pipes. Okay. Steine kriegen wir zusammen. Und warum sollte man Kupferrohre machen? Braucht man die vielleicht irgendwann später für irgendwas? Mit Sicherheit, aber es ist eigentlich das hier. Silberbarren. Zinn. Lead, weiß jetzt nicht, was das ist. Eisenplatte und Glas aus Silikon. Aha. Tja, da kommt noch einiges auf uns zu. Hä? Ach so, nee, das brauche ich. Das brauche ich. So, perfekt. 4 davon. Als her mit den Kupferplatten. So, mit 5 Stück können wir nochmal 4 bauen. Bauen, bauen, bauen. Wir können auch fischen. Mehr Fisch. Rohrfisch. Ist auch ein Wurfgeschoss. Das sind alles nur Wurfgeschosse, die Fische. Ich weiß, wäre es ja noch, wenn man jetzt noch essen müsste oder so. So automatisiertes Angeln, vielleicht gibt's das mal. Man weiß es nicht. So, hier ist mal endlich wieder was gewesen. Die Reste wieder wegmachen hier. So, das heißt, wir haben hier. Geht auch so. Das hier reicht noch nicht. Düpp, düpp, düpp. Und 2 davon reicht auch nicht. Stone haben wir ja fast überall als Nebenprodukt, ne? Hier. Und hier. Ne, da nicht. Da ist Lag. Das gibt dann auch wieder Stone. Ja. Überall Nebenprodukte. Aber es könnte trotzdem schneller gehen. Wobei, es ja, wir haben ja schon die Hälfte. Die Hälfte vom Washing haben wir schon. Dann können wir uns endlich mal waschen. Ne? Ist ja sonst schrecklich, wenn man sie nicht waschen kann. Hier könnte man eine schöne Produktionslinie mit den Dingern hier machen. Aber im Moment nicht. Wir pumpen hier das Wasser leer. So, wir haben wieder 4 Stück. Wieder umsetzen. So. Dann haben wir Eisen. Zumindest mal. Tja, hier bin ich auch gespannt drauf, was ich hier mitmachen kann. Diesen ganzen Kristallen. So, und wieder 4 hiervon. Das heißt, auch wieder Kupfer. Das reicht aber nicht, wenn nur 3 werden.
So, beschleunigen können wir es nicht. Wir können es nicht beschleunigen. Oh, doch, wir haben wieder 4 Kupferplatten. Können wir das hier machen? Und ich bin so gespannt, wie das dann läuft aus dem Matsch. Das Land zu machen. Ich denke doch, dass das richtig ist, oder? Dass man das erst machen sollte, weil die anderen Sachen, die können ja nur funktionieren, wenn man auch Land hat. Deswegen versuche ich das erst hinzubekommen. Kann man den Fisch grillen? Nee. Hätte ja sein können. Dass gegrillter Fisch ein besseres Wurfgeschoss ist wie roher Fisch. Aber man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube schon, so einen rohen Fisch, wenn man den schon ins Gesicht bekommt. Geht ja bei Hitman. Das Spiel, wo man da mit Fischen schmeißen kann. So, hier wird wieder was gebaut. Das finde ich super. So, das heißt, wir haben nämlich wieder 4 davon. Dann geht endlich wieder was voran. Zumindest ein bisschen. Oh, und das auch. So, dann tun wir das wieder ummodeln. Das hier rein. So, und wir haben zumindest mal wieder ein bisschen Eisenerz. Auch wenn nicht viel. Aber die Eisenplattenproduktion ist da. Nur noch Kupfer brauchen wir. Mehr Kupfer. Wobei wir ja jetzt so auch aus den Sachen, die mehr Eisenerz bringen, auch Kupfererz bekommen. Immerhin 1. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Es wird ja nachher echt lustig mit der Verteilung dann, wie wir das aufbauen, wenn da 3 Sachen rauskommen. Das muss ja hier richtig gut laufen. Mal sehen. Da bin ich doch mal gespannt. So, hier ist noch nichts am Start, was wir da reinmachen können. Jetzt aber. Sehr gut. So, das hier hätten wir gerne. So. Dann gibt es nämlich wieder Kupferplatten. Und dann gibt es wieder rote Fläschchen. Und dann haben wir hoffentlich bald das Washing durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da jetzt schon habe. Das reicht noch nicht für rote Fläschchen. Auch noch mehr. Immer mehr. Immer dasselbe bei diesem Spiel. Immer wollen die mehr haben. Alles will mehr, mehr, mehr. So, der bastelt auch noch. Können aber schon mal das hier machen. Und der ist fertig. So, jetzt haben wir hier 4. Das ist sehr schön. So. Immerhin mal Eisenplatten. Dim, dim, dim. Mit den Eisenplatten können wir zwar im Moment noch nichts anfangen, aber was soll's. So, den Stein können wir hier wieder reinhauen. Der kommt gar nicht hinterher, ne?
So, wieder hier umstellen. Arbeitet. Das ist immer gut. Wenn die Maschine arbeitet, dann ist Kupfer bald im Anflug. Hoffe ich. Nee, geht noch ein bisschen. Es geht noch. Ja, geht's denn noch? Immerhin zwei, ne? Gibt's davon. So, das reicht auch noch nicht für eine neue Runde hier in dem Ore Sortierer Sorting Facility. Stone. Das heißt, hier ist schon mal 100 mineralisiertes Wasser. Da so, könnte jetzt ein bisschen schneller gehen hier. Komm schon. Go, go, go. Kann man nicht auch diesen Stein einfach da nehmen? Und den zu Stein, aber das ist wahrscheinlich keine, sind wahrscheinlich keine Mineralien drin. So. Jetzt gibt es aber endlich wieder Kupfer. So, und es gibt sogar Eisen. Ich werde bekloppt. Jetzt wird es hier richtig gut. Alles wird super. So, ich glaube nicht, dass das reicht, aber was soll's. Man sieht nicht, wie viel man noch braucht, ne? Man sieht nur, dass man welche braucht, aber nicht wie viele. Gut, wir brauchen danach ja auch wieder welche. So ist ja nicht. Aber da will ich mal gucken, ob man das nicht irgendwie anders machen kann. Zuerst wird Land aufgeschüttet und dann kann man hier nämlich auch weiterbauen. Ich meine, diese ganzen Sachen kann man ja aus den Sachen, die wir jetzt hier haben, herstellen. Das heißt, auch diese ganzen Maschinen, zum Beispiel das hier, Ziegelsteine, gut. Man kann, wo ist es hier? Das hier auch aus Crushed Stone machen. Das heißt, wenn man davon genug hat, dann geht das alles. So, machen wir hier mal weiter, bis der fertig ist. So, wir brauchen noch eins, so wie ich das sehe. Ein Wissenschaftspaket. Schade, ich dachte, wir schaffen es diese Folge noch. Es wird aber eng. Das Washing. Können wir uns endlich mal wieder waschen? Ich sehe ja auch aus hier. Ich rieche es richtig. Dass wir uns schon lange nicht mehr gewaschen haben. So. Bitteschön. Und ein Stein. Damit hier was vorangeht. Der muss ja im Moment nichts machen, weil hier ist voll. Und das brauchen wir jetzt im Moment nicht, weil wir davon echt noch genug haben, von diesen Boards. Hier gibt's so viel Erze. Ja, mal gucken. So, aber nächste Folge werden wir auf jeden Fall
fertig werden mit dem Washing. Und ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Bis dann.